So, und da sind wir wieder bei Sons of the Forest. Ich finde schön, wie. Ja, wie sagt man, reckless auf Deutsch. Wagemutig. Wagemutig? Kommt mir richtig vor. Wie wagemutig ich jedoch spiele, wenn ich krank bin, im Vergleich dazu, wie vorsichtig ich spiele, wenn ich nicht krank bin. Ich bin jetzt mehrfach gegen Mutanten einfach in den Nahkampf gegangen, was dämlich ist. Und es hat sich jedes Mal ausgezahlt. Und sehr komisch. Bin nämlich gewohnt, dass es sich eben nicht auszahlt. Lässt Kelvin natürlich wieder liegen. Ach nee, da kommt er ja wieder. Und er nimmt sich das da jetzt runter, weil der ein Arsch ist. Oder er versucht es zumindest und schafft es nicht. Wir kennen sein Arschlochverhalten. Wir hassen sein Arschlochverhalten. Oh, ich übersteuere total, wenn ich huste. Hatte ich schon in einer der letzten Folgen erzählt, wie mein Kühlschrank halt einfach offen war für einen halben Tag und ich nicht wusste, ob ich da das Essen essen kann daraus? Wahrscheinlich. Ich habe jetzt zwei nacheinander folgende Tage einfach dieses Tiefkühlessen mal gegessen und es war irgendwie nicht schlecht. Also es war schon schlecht, aber nicht schlecht für meinen Körper. Also schon schlecht für meinen Körper, aber jetzt nicht zu dem Grad, dass ich davon sterbe, sondern eher schlecht für mein Gewicht. Ich muss mal wieder gucken, dass ich was koche. Konnte ich in letzter Zeit jetzt nicht. Ich habe es auch nicht geschafft, bei mir in der Spüle mal eben das Geschirr zu spülen die letzten Tage. Ich habe einfach nicht die Kraft dazu gehabt. Und ich guck mal, dass ich das heute schaffe. Ich habe leider das Problem, meine Spüle, die macht im Winter immer nur eiskaltes Wasser. Ich verstehe nicht ganz wieso. Vorher konntest du richtig heißes Wasser damit machen, jetzt kriegst du das nicht hin. Oder zumindest in 95% der Fälle kriegst du es nicht hin. Und manchmal dann doch. Und das ist halt auch nicht so angenehm, da an der Spüle zu stehen, wo du dann einfach deine Hände in eiskaltes Wasser immer reinpackst. Super toll, wenn du im Sommer bist, ja. Aber extremst scheiße im Winter.
Und wenn deine Wohnung eh nicht schon die wärmste ist. Ich meine, ich habe jetzt eine Heizung, das geht ja alles. Heißt nicht, dass ich nicht trotzdem irgendwie zittere. Gut, vielleicht sollte ich erst das von oben nehmen. Dann gebe ich dem noch ein bisschen Zeit, da unten Zeug reinzutun. Da auch das Problem jetzt heute und gestern. Da wurde aus irgendeinem Grund an meiner Tür geklingelt. Ich denke mal, das war ein Klingelstreich, aber ich weiß es halt nicht. Könnte ja auch jemand sein, der sich beschweren will. Warum auch immer. Vielleicht, weil ich in der Nacht huste, wogegen ich nichts tun kann. Also, das ist ja, das wäre ein komplett dämlicher Grund. Ich habe drüber nachgedacht, ob das vielleicht die Möglichkeit sein kann. Wenn es so ist, dann fände ich das ziemlich dreist von den Leuten, wenn die sich deswegen beschweren. Da kann ich nichts für und sollte man auch niemanden blöd anmachen. Und ich habe dieses Szenario im Kopf durchgespielt, als wenn das jetzt meine Nachbarn hier hinter der Wand wären. Das wäre nämlich das Dreisteste überhaupt. Wenn die Leute, die einfach mal eine ganze Woche lang durchgehend bis 3 Uhr morgens gequatscht haben, und zwar laut, wenn die sich da beschwert hätten. Das kannst du dann nämlich nicht bringen. Aber ich weiß das natürlich nicht, ob das wirklich der Fall war. Wenn dem so ist, dann hätte ich da einfach gesagt, fuck you. Nee, ich hätte es vermutlich nicht so formuliert. Ich hätte es sehr höflich gesagt, dass es mir natürlich leid tut, dass ich laut bin in dem Moment, wo ich krank bin. Aber das ist ja jetzt auch nicht in meiner Macht. Und ich hätte nachgefragt, ob das die Leute von drüben sind und denen dann dafür auch mal einen reingedrückt. Weil ich das ja auch nicht gerade nice fand, dass die da eine ganze Woche einfach durchgequatscht haben in der Nacht. Haben sie jetzt nicht mehr gemacht. Also da war wohl einfach nur Besuch. Ich bin eigentlich auch immer sehr leise. Das Lauteste, was man von mir halt hören kann, ist, wenn ich lache. Und ja. So oft lache ich jetzt nicht unbedingt. Ich meine, ich habe wohl so einen kleinen Moment gehabt. Und der war ein bisschen crazy, wo ich ohne Grund angefangen habe, einfach zu lachen. Halt auch so wirklich so ein komischer Superbösewicht. Und ich konnte mir nicht erklären, wieso, aber ich habe es einfach gemacht. Und das hat auch nicht aufgehört. Für eine kurze Zeit. Wir nehmen übrigens mal die Lampe hier unten als Bettgehzeit.
Wenn wir die hören, wenn das Geräusch auftönt, dann gehen wir pennen. Warum hat mir das jetzt nicht wehgetan? Bin auch jetzt immer so 3 Uhr morgens oder so pennen gegangen. Hab mir bis dahin immer irgendwie was angeguckt, bis ich irgendwie müde wurde, weil das musste ich halt. Sonst kann ich nämlich nicht pennen. Und bei zu viel Schlaf werde ich einfach müde. Da schlafe ich nicht richtig, da ist dann ungesund für mich. Wird ja echt schwierig, irgendwas zu sehen. Kann jetzt auch daran liegen, dass ich gerade Licht in meinem Zimmer anhab. Wo ist Kelvin schon wieder? Also optimal wäre es ja gut, wenn er da hinten arbeitet und ich hier. Aber der wird direkt hier rüberkommen, sobald er irgendwie schnuppert, dass hier ein bisschen Holz ist. Weil so eine faule Sau ist der halt. Glaube, es ist dunkel genug. Oben sollte aus sein. Kelvin ist da vorne. Ja, Strom ist aus. Gehen wir pennen. Strom ist an. Ja, wir können mal den Weg hier nutzen. Ist eigentlich auch gut, dass wir den hingemacht haben. Können wir nämlich direkt, wenn wir aus dem Loch kommen, hier hoch. Ich habe noch keine Kopfschmerzen jetzt so richtig, also noch keine harten. Normalerweise würde das jetzt so ein bisschen einsetzen, aber es geht gerade noch, es hält sich in Grenzen. Ist ja auch meistens so, weil die Nase einfach verstopft ist. Es geht ja dann hoch. Und meine Nase ist halbwegs frei.
gut genug, dass ich halt atmen kann. Oh, ich muss niesen. Oder muss ich das? Ja. Oh Gott, mein Rücken. Ah. Und meine Arme. Ah. Ah. Ah, das geht aber wesentlich schneller weg als vorher. Tut dennoch weh. Ja, das ist Bewegung. Das ist nochmal ein ganz anderes Problem. Warum das weh tut. Da muss ich auch irgendwie mal gucken, wie ich das schaffe. Denn ich habe nicht wirklich einen Grund rauszugehen bisher. Und sobald ich den habe, kann man dann auch mal gucken, dass wir da was Bewegungstechnisches tun. Ich sterbe jedenfalls nicht. Also da braucht man sich keine Sorgen zu machen. Ist jetzt auch nicht mehr so lang. Ich glaube, ich merke jetzt gerade auch schon, Körper will jetzt gleich nicht mehr. Gucke ich dann mal, dass ich mich hiernach wieder ein bisschen ausruhe, runterkomme, mich dann morgen besser machen kann. Hoffentlich. Danke, Spiel. Da muss ich mir noch überlegen, was wir hier reinbauen. Wahrscheinlich eh halt Munitionszeug. Wo das fast schon mehr Sinn macht, wenn wir das hier oben rein tun. Und unten eher Essen. Das darf er haben.
Einfach nur damit er sich ausruhen kann draußen. Ich habe das Gefühl, das fehlt ihm so ein bisschen. Ja, das ist, ich versuche gerade meine Stimme ein bisschen zu schonen. Das ist ja wunderbar. Mit dem Commentary gerade. Was hätten wir denn noch, was wir besprechen können? Ich muss endlich mal anfangen jetzt. Die Sachen zu schneiden, das sollte mir jetzt eigentlich möglich sein. Ich guck mal, sobald ich meine Videos da fertig geguckt habe, alle, die ich gerade noch in den anderen Tabs offen habe, dass ich da anfange. Ich hoffe, da nimmt mir jetzt Weihnachten nicht die Motivation zu. Manchmal, kann so eine kleine Pause dir nämlich total die Motivation entnehmen. Ist mir oft genug passiert. So, wir müssen aber nur noch 1,5 Minuten, das ist ja alles klar. Könnt ihr mal aufhören, hier die ganze Zeit zu spawnen? Vor allem Virginia ist hier auch viel zu oft. Das ist ja übertrieben, wie oft die hier kommen. Darum haben wir uns gekümmert. Leider keine weitere Munition mehr. Ja, dagegen willst du im Nahkampf kämpfen. Er wünscht dir auf. Irgendwie sind die schwächer.
Gut. Dann gehe ich mal nach unten. Ja, das tut dir jetzt wieder weh, aber wenn ich von da oben runterspringe, dann ist überhaupt kein Problem. Das ist so inconsistent halt einfach mit diesem Fallschaden. Der will auch nur Fallschaden bekommen, wenn er den haben will. Wenn es dem gerade passt. Ja gut, ich würde mal sagen, das wäre es für diese Folge, Schrägstrich Session. Und ich guck mal, dass ich morgen dann drei Folgen aufnehme oder so. Zumindest halt drei Folgen. Mal sehen, ob ich das schaffe oder nicht. Ciao.